Das polnische Kostrzyn in den 90er Jahren. Nach wie vor imposant, das Bahnhofsgebäude. Kostrzyn ist heute wie damals ein wichtiger Eisenbahnknoten. Hier kreuzt die Ostbahn die Strecke Szczecin-Wrocław oder in Deutsch Stettin-Breslau. Der Turmbahnhof hieß früher Köstrin-Neustadt und war ein wichtiger Knoten zur Ostbahn. Seitdem Köstrin zu Polen gehört, spielt die preußische Ostbahn nur noch eine Nebenrolle. Auf dem Weg nach Süden hat eine polnische EU-07 den Bahnhof erreicht. Typisch für polnische Lokomotiven sind die großen Scheinwerfer. Große Lampen hat auch die polnische Tigertrommel. Als ST-44 werden die Trommeln in Polen bezeichnet. Hier mit einem Güterzug in Stare Bielice, ehemals Alt-Belitz. Fast 1200 Lokomotiven der polnischen Reihe ST-44 gehen von 1966 bis 1980 bei der PKP in Betrieb. Fast jedes Betriebswerk in Polen beheimatet die schweren Dieselloks. Auch in Kreuz sind die Trommeln zu Hause. Das heutige Krzyż war und ist das Eisenbahndrehkreuz der Ostbahn. Den Namen erhielt die Station durch das Eisenbahnkreuz. Vier Strecken treffen sich hier. Richtung Posen ist dieser Güterzug unterwegs. Im Hintergrund erinnert eine Denkmallok an die Dampfzeit. Aus Kostrzyn rollt ein Personenzug heran. Die Rangierer warten schon. Anschluss besteht zum Zug nach Walsch. Wir sind in Jelenia Góra, einst als Hirschberg bezeichnet. Damals das Tor zum Riesengebirge. Heute spielt der Tourismus eher eine kleine Rolle. Auch in Polen hat das Auto vielen Bahnen die Fahrgäste genommen. Ein Zug aus Lauban trifft ein.